Abraham Mendelssohn spricht dies zu ihrem 23. Geburtstag in einem Brief sehr deutlich aus. Wir werden beide mit jedem Jahr 365 Tage älter. Wer weiß, wie lange ich dir noch zu deinem Geburtstag gratulieren und ein ernstes Wort sagen kann. Der Wahlsaal ist ja schon sehr lange bei uns im Kulturbetrieb im Beritt und ich sage mal, es ist wie mein Wohnzimmer. Also deshalb, der Raum ist für mich einer der schönsten, die wir überhaupt haben im Kulturbetrieb. Und gerade Veranstaltungen wie die heute kommen hier wahnsinnig gut zur Geltung. Ich finde, der Saal passt zu das, was wir gelesen haben und was wir gehört haben. Und das hat sich übertragen, diese Musik. Auch wenn man manchmal aufpassen muss in dem Sinne, als wir jetzt Soundcheck hatten vorher, wo ich so dachte, oh, das ist so ein Kirchenhall. Nicht, dass das hier zu heilig wird. Heiße Tränen niedertropfen auf die kalte Winterpracht. Ich liebe den Ballsaal, der ist großartig und passt vor allem wunderbar für dieses Format. Er hat eine perfekte Größe, er hat ein tolles Ambiente und vor allem ist es so eine freundschaftliche Verbindung inzwischen, denn ich habe, glaube ich, seit 18 Jahren oder fast 20 Jahre sind es jetzt, genau, bin ich hier zu Gast und darf hier zu Gast sein. Und bin mit sehr, sehr vielen Schauspielerinnen und auch mit vielen Schauspielern hier gewesen. Der ist ein wunderschöner Saal. Ganz schön ist er. Ja? Hoffentlich wird er voll. Im Herbst 1821 macht die ganze Familie auf der Rückreise aus der Schweiz auch Station in Weimar. Es war so ein erfüllendes Programm, also so eine interessante Thematik und dann in dieser Atmosphäre des Ballsaals hier hochbarock, also das hat mich alles so gefangen genommen, also rundherum eine wunderbare, befriedigende Veranstaltung und dann natürlich mit diesen Stars. Ja, die Architektur, die versetzt einen halt ins 19. Jahrhundert, 20. Jahrhundert und es ist halt einfach, ja, man fängt an zu träumen, schon wenn man sich hier befindet. Also heute war wieder Wort trifft Musik, ein ganz tolles Erlebnis.